Pause gehört den Gastgebern. Manu mit der Flanke rüber und fast die Führung. Puh, durchatmen. Matejani gegen Skarke. Und da ist Tietz, Pfosten drin. Schalke zum ersten Mal vorne über Wülter und Latzer. Der nimmt Salazar mit. Salazar in Richtung Wülter wieder. Timone drin, nur 2,5 Minuten nach der Führung von Darmstadt. Der Ausgleich. Als nächste Aktion, das letzte Tor. Das ist doch nicht zu fassen. Simon Timone. Wieder über außen, wieder die Gastgeber mit Tietz, der jetzt rüberlegt zu Manu. Viel zu viel Zeit zum Flanken. Tietz, was ist hier los? Auf der anderen Seite Schalke mit der dritten Chance. Drexler war da klasse für Bülter. Bülter legte sich auf den Flaschen, den falschen, den linken und macht auch den rein. Bülter, Bülter, unglaublich. Bülter mit der rechten Brust nimmt ihn mit und schiebt ihn damit rechts ein. Salazar setzt sich durch, Zusammenspiel mit Terodde. Salazar, rechts ist Drexler, er macht selber. Oh. Terodde, Fallrückzieher-Vorlage für Bülter, der außen alleine gegen zwei. Der außen alleine, der hinein ins Glück. Unglaublich. Terodde, das musst du dir erstmal ausdenken und dann so machen. Dann lässt der Pfeiffer stehen. Alle denken, er passt zu Paulsen oder Terodde. Und dann macht er ihn selber in die lange Ecke. Zentimeter genau. Dreierpack, Marius Bülter. 10. Saisontor für ihn. 5:2 in Darmstadt, unfassbarer Sieg. Herzlichen Glückwunsch, heißt wahrscheinlich, wir machen weiter, ganz normal. Klar, ein weiterer Sieg, im Moment läuft's. Aber ja, wie du schon sagst, wir müssen einfach weitermachen, nicht zu viel freuen. Natürlich den Moment genießen, das ist ganz klar, aber es sind noch 4 Spiele, in denen wir viel gewinnen können, aber in denen wir auch noch einiges verlieren können. Ja, wir haben auch in der Vergangenheit gezeigt, dass wir damit ganz gut fahren. Also schlechte Spiele, sage ich jetzt mal, nicht zu schlecht reden, gute Spiele nicht zu gut reden. Ja, absolut, sehe ich genauso. Wir dürfen jetzt nicht zu viel Euphorie verwachen, weil ganz klar, wir haben noch nichts erreicht. Das ist jedem bewusst, aber jedem ist auch bewusst, dass die Chance riesengroß ist, das zu schaffen. Dieses Spiel war wirklich verrückt vor erster Minute. Vielleicht ja, am Anfang, wir haben nicht so gut gespielt. Wir haben, ich weiß nicht, vielleicht nicht Angst, aber keinen Zugriff gehabt, keinen Ball gehabt. So, wir haben viel lange Bälle gespielt, aber am Ende, wenn du hast vorne Simon und Marius, dann du weißt, dass die können uns immer helfen. Und ja, am Ende, wir sind glücklich, weil das war wichtig für uns. Nächster Schritt nach vorne. Und ja, mit unseren Fans auch hinten, das war wirklich auch geil heute. Ja, zumal wir auch hier gerade speziell in diesen 19 Minuten gesehen haben, wie schwierig das ist, ne? Wie es auch rauf und runter gehen kann. Ja, ich glaube, wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, aber ja, wir haben momentan das Selbstvertrauen, dann trotzdem ruhig zu werden. Natürlich hat uns auch in die Karten gespielt, dass wir den schnellen Ausgleich machen, dann sogar in Führung gehen, in der Halbzeit, mit einer Führung in die Halbzeit gehen. Es gibt einem natürlich alle Sicherheit, dann das frühe 4-2 nach der Pause. Ja, es läuft im Moment für uns, aber das ist auch das Ergebnis von harter Arbeit. Mir imponiert das, wie ihr mit solchen Sachen umgeht. Ihr wart immer ruhig, wenn es mal schlecht lief, wenn wir schon abgeschrieben wurden. Und ihr seid eigentlich auch ruhig, jetzt in so einer Situation, wo man eigentlich sagen könnte, okay, wir sind euphorisch und jubeln. Ja, also jeder merkt von uns, dass wenn was schlecht, dass wir können auf jeden Fall besser spielen, auf jeden Fall in Tabelle auf einem Platz 1, 2 oder 3 sein. Und jeder hat wirklich so auch vielleicht selber gefunden, dass wie wollen wir weitergehen, was wollen wir jetzt machen. Und ja, wir sind natürlich glücklich und Euphorie
nach letztem Spiel heute mit unseren Fans ist geil. Aber ab morgen, wir werden wieder ruhig sein und dann weiter gucken für das nächste Spiel gegen Bremen, weil, wie ich habe schon gesagt, wir haben noch nichts gewonnen. Wir sind natürlich auf gutem Weg, aber wir haben noch vier Spiele vor uns und wir müssen in diesen vier Spielen noch zeigen, dass wir wollen und wir werden aufsteigen. Wir haben aber auch ein beschissenes Thema mit Danny. Wie bitter ist das? Ja, extrem bitter. Es tut mir unfassbar leid für ihn. Ja, ich weiß nicht, ob es jemanden schon mal gab, der so viel Pech in einer Saison hatte mit Verletzungen und Krankheiten. Ja, da fehlen einem schon fast die Worte. Ich hoffe einfach, dass es jetzt nicht so schlimm ist und er schnell wieder bei uns ist. Ja, zumal man ja auch gesehen hat, er ist wieder auf dem aufsteigenden Ast gewesen und man hat auch gesehen, wie wichtig er für die Truppe ist. Ja, absolut. Er ist unser Kapitän. Man hat es jetzt letzte Woche gesehen, heute wieder auch in den ersten Minuten, wie wichtig er einfach für uns ist. Es ist extrem bitter, dass er immer wieder Rückschläge erleidet, aber wir stehen zu ihm. Ich glaube, wir stehen alle zu ihm und drücken ihm einfach die Daumen, dass er schnell wieder da ist. Habt ihr euch in der Halbzeit ein bisschen auch für ihn eingeschworen? Na klar, wir haben ihn in der Halbzeit da liegen sehen. Es trifft einen natürlich schon, aber haben wir natürlich gesagt, das Ding werden wir jetzt hier für Danny gewinnen. Und wir haben es geschafft.